So, Freunde, willkommen zurück in Ostfriesland. Wir sind hier in dem wunderschönen Örtchen. Riesum, natürlich. Riesum. Und wir hatten euch ja letzte Woche versprochen, dass wir uns diese Woche den Ort hier mal ein bisschen angucken. Ja. Und das wollen wir jetzt zusammen machen. Daddy kennt sich hier bestens aus. Der ist heute unser Touristenführer. Tausendjährige Geschichte. Genau. Werdet ihr jetzt gleich sehen. Das wird spannend. Ja. Alles klar, los geht's. Das ist eine wunderbare Ferienwohnung hier. Okay. Das ist das, wo man sagen kann, hier, guck mal, herrlich, einfach herrlich, wunderbar. Allein schon die Straßenschilder hier, ne? Die sind alle noch in altdeutscher Schrift geschrieben. Ja. Mühlenlohne. Ja. Mühlenlohne oder Denkmalstraße, sowas gibt es von hier aus haben wir ja noch mal einen super Ausblick. Ja. Auf da die oben Mühlen. Waren wir. Da oben waren wir gewesen. Wir waren auf, genau nur da, auf der Hälfte nur. Da oben auf der Hälfte und das kam uns schon verdammt hoch vor. Das kann man nicht anders sagen. Eins muss man natürlich sagen. Wir waren auch nicht weit davon weg unter der Kappe. Denn da oben sieht man ja diese kleinen Fenster. Und aus diesen kleinen Fenstern haben wir eben auch rausgesehen. Ja. Und konnten da also sehr, sehr weit sehen. Konnten auch vor allen Dingen das Wetter sehen jetzt. Ja. Das hier ist ein wunderbarer Blick hier. Allein hier die Friedhofstraße. Mhm. Und wenn man das sieht und jetzt, sich jetzt vorstellt, jetzt im Augenblick, ist ja das Läutwerk noch nicht aktiv. Ja. Hier gibt es auch noch einen Gedenkstein, ne? Ja, hier gibt es. Hier vorne? Ja, das ist ganz wesentlich von Riesum, muss man gesehen haben. Dann gehen wir da auch mal hin. Also da sollte man tatsächlich mal einen Augenblick verharren und sollte sich das in Ruhe ansehen. Aus der Gemeinde Riesum gaben ihr Leben für das Vaterland im Krieg 1870-1871. Und dann kommen die einzelnen Namen, die hier aufgeführt werden. Und dann sieht man auch, wenn man sich die Namen mal genau ansieht, die es auch heute noch gibt. Peters, Gretus, Jansen, Tamme, Müller und Van Beck und sowas alles. Mhm. Ja, und diesen Leuten hat man hier ein Ehrenmal erbaut und ich glaube das mit Recht. Ja, ja. Auf jeden Fall. Und das hat auch hier einen wunderbaren Charakter unter diesen Bäumen, diesen bisschen Schattenspenden. Ja, hier durch, hier. Und dann muss man auch mal überlegen, die Leute, die hier begraben sind. Wie lange ist das her? Das ist kein öffentlicher Friedhof mehr, soweit ich weiß. Aber wie viele Leute eben hier beerdigt worden sind, die lange in diesem Dorf wohnen, gewohnt haben oder wohnen durften, wenn wir das mal sehen im Vergleich zu uns. Wenn man das hier sieht, das hat was mit heimischem Gefühl zu tun. Das ist nicht das, was wir normalerweise kennen, sondern das ist einfach nur Ruhe. Und hier hat man auch das Gefühl, man kann einfach die Seele baumeln lassen. Hier ist wirklich Gemütlichkeit angesagt. Hier, wenn man das sieht, hier die alte Bauart dieser Häuser, einfach fantastisch. Wer möchte da nicht gerne mal für einen Augenblick hier wohnen oder vielleicht sogar mal das Weihnachtsfest erleben. Ja, ja, das stelle ich mir schon sehr gemütlich hier vor. Auf jeden wunderbar. Fall. Wunderbar. Urige kleine Häuser. Ja. So, und wenn man hier reinkommt, ich bin fest davon überzeugt, da ist einfach Gemütlichkeit angesagt. Ja. Hier kann man das auch noch sehen. Alter Herd. Steht ein alter eiserner Herd drin. Jo. Hier, da, wo man mit klopft an die Tür. Genau. Ja. Ja? Eine schöne Rose vor der Türe. Und hier bin ich einfach mal neugierig und werf einfach mal einen Blick hier über den Zaun. Schön. Hier, da, bitte. Einfach toll. Einfach toll. Oh ja.
Ein super Vorgarten. Ja. Herrlich. Die Gemütlichkeit nimmt ja überhaupt kein Ende. Ja, das ist wie bei den Hobbits hier. Nimmt überhaupt kein Ende. Also wer hier nicht gewesen ist und wer sich nicht die Zeit genommen hatte, hat das mal anzugucken. Hier, guck mal, dieses Haus ist von 1814. Ne? Mhm. Vielleicht früher mal auch teilweise alte Viehställe gewesen. Und da, wenn man das sieht hier, die haben auch wenig Abstände hier zwischen den Häusern. Ne? Ja, allein schon wegen dem Wind. Wenn ich mich nicht irre, ist das hier eine Schule oder ein Amt gewesen? Ich glaube, das war eine Schule früher hier. Ja, sieht so aus. Ja? Ja. Muss man sich vorstellen, die Kinder von den Kleinbürgern, von den Bauern, die doch schon ein bisschen wohlhabender waren, die kamen dann hier raus in kurzen Hosen, wenn Sommer war. Dann hatten die Sommer. Ja. Ja. Guck mal, das ist eine ostfriesische Wetterstation. Stein warm, moi Wetter. Stehen naht, Regen. Stein gries, Dog. Stein wackelt, Wind. Stein witz, nee. Stein huppelt, Erdbeben. Stein schwart, Nacht. Stein weg, Cloud. Stein kold, Frost. Stein stinkt, Gülle. Ich glaube, wir haben Glück. Jetzt werden wir uns mal ein Bild machen vom Allerheiligsten hier in Risum. Okay. So. Komm mal rein. Beste. Türe schließen. Und nicht vergessen, jetzt wirklich aufgepasst. Okay. Es ist die einfachste Form einer Kirche. Ohne jeden großartigen Prunk. Hier, wenn man das sieht, hier die Kanzel. Hier sitzen wahrscheinlich die Presbyter, hier vorne, hier. Und hier, da oben. Die Kanzel ist natürlich auch hier, das ist auch eine sehr alte Kanzel. Hier. Und hier, eine der wertvollsten Orgeln, die es in Europa gibt. Die steht in Risum. Eine Kirche sehr, sehr einfach gehalten. Ja, aber gemütlich. Und man muss sich jetzt überlegen, irgendwelche Festlichkeiten, ob das eine Trauung ist, ob das eine Beerdigung ist, gehört ja alles zur Kirche. Ja. Und das hier ist wohl das Risumer Wappen. Sollte man sich auch mal ansehen. Hier. Ja, wunderbar. Also, hier kann man sich gemütlich machen. Jo, die haben sogar Kissen. Die dicken Gesangbücher hier. Ja. Hier. Sitzkissen. Aha. Und eins muss man sich wirklich vor Augen führen. Und das ist, dass die Leute auf dem Land wirklich fromm sind. Ja. Und warum ist das so? Weil sie auch von den Wettern abhängig sind. Da steht einer für den anderen. Richtig. Ja. Ja. Also das ist eine wirklich gute Gemeinschaft. Obwohl es da vielleicht auch Zwistigkeiten geben kann. Wenn wir das auch mal eintragen. Thank you.
ihr es glaubt oder nicht, auch das gehört dazu. Ein ländlich-sittlicher Misthaufen. Und hier, einfach mal die Spange auf die Nase oder tief durchatmen und ein anständiges Schinkenbrot dazu. Mensch, das schmeckt dann. Ja, ich würde mal sagen, es könnte eine alte Scheune sein, es könnte eine alte Stallung sein. Auf jeden Fall ist es ein großes und man sieht es, entkerntes Gebäude. Es stehen nur noch die Seitenmauern. Aha. Und man sieht auch das Gebälk, was also schon sehr alt und zerfallen ist. Ja. Wir haben uns eben mal so ein bisschen zu Fuß hier das Dorf angesehen. Und wir waren für Bass überrascht. Ja, ist wirklich sehr schön hier. Älteren Häuschen es hier gibt, da hat kein Krieg dazwischen gefunkt, ja, sondern da hat ganz einfach nur handwerkliche Arbeit alles das gebracht, was man heute hier fertig sieht. Richtig. Und das hat uns sehr gut gefallen. Ja. Und vor allen Dingen auch die Kirche. Und, wie man sieht hier, die unsere Mühle. Windmühle. Ja. Genau, richtig. Ja. Ja, in diesem Sinne, Freunde, sind wir raus mit dem kurzen Ausflug hier durch das wunderschöne Städtchen. Ich kann es mir nie merken. Wie heißt das Ding hier? Risum. Risum, genau. R-Y-S-U-M. Wisst ihr Bescheid. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Abo wäre natürlich auch nicht schlecht, weil dann verpasst ihr keine neuen Videos mehr. Und ja, ich würde sagen, nächste Woche um dieselbe Zeit. Wir sehen uns. Macht es gut. Ciao, ciao. Euer Doc. Und natürlich Däumchen hoch für Daddy. Für Daddy Web, ja. Genau so. In diesem Sinne. Immer schön lustig bleiben, Kinder. Jawohl. Ciao.